Kampf am heutigen Abend über 8 Runden. Und das wird ein ganz, ganz interessanter Kampf, denn wir begrüßen in der roten Ecke unseren Gast aus den Niederlanden und rufen zum Kampf im Schwergewicht über 8 Runden in die rote Ecke, Fred Westgeest. In der blauen Ecke, denn hier ist er zu Hause, aus Magdeburg, René Monsen. Hier. Ich muss mal gucken, wenn die jetzt kommt, dass da nicht so Leute rum. Fred Westgeest ist aus den Niederlanden geboren, am 20.05.1970. In Wassenaar brachte er beim offiziellen Wiegen am gestrigen Freitag 113 Kilogramm. 17 Kämpfe, 16 Siege, 10-mal durch K.O. in der roten Ecke aus den Niederlanden. Fred Westgeest. In der blauen Ecke, René Monse, geboren am 27.09.68, brachte er gestern 104 Kilogramm. 6 Kämpfe, 6 Siege, 3-mal durch K.O. Jetzt ist er wieder hier in seinem Revier in der blauen Ecke, René
Bronze. Der Kampf im Schwergewicht über 8 Runden wird geleitet von Ringrichter Walfried Rollert aus Potsdam. Jenkins, fair play. Alles okay. Wir hören das, hört ihr nicht. Weißt du, irgendwo da rüber. Ringfrei, Runde 1. Box. Bitte die Eimer. Das war Ihr Beifall für die erste Runde. Über René Monze muss ich Ihnen in Magdeburg nichts erzählen. Ich stelle Ihnen seine Ecke vor. Und der Mann ist... Ja, das ist unser Nummer-Görter Beifall. Und in der Ecke von René Monze, das geht ja ums Boxen, ein Mann, der viele Amateure zu Weltmeistern und Olympiasieger gemacht hat, der als Profi Sven Ottke und Markus Beyer zu Weltmeistern gemacht hat. Sie kennen ihn alle. Der Mann mit dem Handtuch, Uli Wegner. Die Richtung ist richtig.
Dass er sich nicht, dass du dich überraschen lässt. Der kommt aus Angeboren. Ganz sicher sein, weiterhin, ja? Machst du gut, so Junge. Einmal frei, komm. Das war das Ende der zweiten Runde. Ein paar Informationen zu dem Mann, durch den Mund atmen. Mach die Beine lang. Aus dem holländischen Wassenaar, ganz in der Nähe der Hauptstadt Amsterdam. Er ist 1,93 groß, Nummer 10 der Europa-Rangliste. Du brauchst nur deinen leichten Aufwärtshaken mal unterknallen. Zieh den mal unter. Aber wisst ihr was? Wenn er weggeht, musst du das bisschen hinterher verkürzen, ja? Einmal will ich den zweiten Angriff wieder weg. Aber du musst. Komm mal, hau das Ding unter. Das ist so gut. Mensch, mach die Augen und hau das. Das ist der Mann in der roten Ecke. Einmal ist es. Atmen. Und das ist doch gut, mein Junge. Dann wieder Ruhe machen, ne? Aber ein so ein Ding muss mal runterkommen, ne? Ja. Box! Ja, so.
Das war Ihr Beifall für die dritte Runde. Die meisten von Ihnen sind natürlich Fachleute, aber ich darf alle noch einmal auf eine Besonderheit hinweisen. In diesem Fall, Fred Westries, der Mann in der roten Ecke, ist Normalausleger. Die links so gut laten lopen, dubbel links stoten. Ja? Dit was de derde, dan komt de vierde ronde zo, ja? Goed zo, achter in je nek. Gaat lekker. Links en dan zie je die rechts, die komt dan een beetje door, zie je? Gewoon langzaam bouwen. Hoe is met je lucht goed? Niet zo dik. Ja, ja, mooi. Ja, ja, ja. Wat is zo cold? Ja, 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 ja. Ja, ja. Ringvrij zur vierten Runde. Zet hem op een fret, vierde ronde. Ringvrij, naar Wegenland. Thank you.
René, du musst doch mal hören. Du kennst mich doch, lange genug. Pass auf, komm. René, komm, da hat er ungefähr doch. Siehst du, was ich will. Und wenn ich sage, noch 20, 30 Sekunden, dann musst du noch einen Angriff organisieren. Einmal warst du und dann machst du zu. Ich will doch gar nicht, dass du so viel jetzt hier, dass du gut Tempo machst. Aber einen Angriff noch. Dann musst du es machen. Zum Ende der Runde immer noch mal einen überzeugenden Überraschungsangriff. Hast du gehört? Gut. Und da steht wirklich alles drin, was Sie heute haben. Ein Überraschungsangriff noch. Und immer wieder zu machen. Stärker mehr drin lassen. Hörst du? Gut. Das war also die fünfte Runde. Über acht Runden ist dieser Fall angesetzt und ich darf Sie auch etwas aufmerksam machen, was Sie schon längst gesehen haben. Unsere bezaubernden Nummern Girls, gesponsert von Ihrem tollen Radio SAW und vom Hotel Sorach. Vielen Dank. Nee, zusammenreißen, läuft doch. Ja. Schön zumachen. Zumachen, versuchen nochmal einen Aufwärtshaken, aber nur wenn die Situation da ist, ja? Aufbleiben, René, so müssen Sie. Komm mal, Brüder, Brüder. Ganz ruhig. Schön, wenn du drin bist, erholen. Erholen, ja? Hören mehr auf die Ecke, hören mehr, sonst gut. Gut, Gott. Gut, du schaffst das schon. Komm.
Das wäre der Beifall für die sechste Runde und sicherlich ein Beifall für René Monze, der ja seine Profikarriere schon beendet hatte. 2 Jahre nicht als Profi boxte, weil er Beschwerden mit der Schulter hatte, hatte zu lange Bizeps, Nerven. Und dann kam eines Tages der Anruf von Uli Wegner und seit der letzten Veranstaltung hier in Magdeburg ist er wieder dabei und jetzt wieder in die Weltrangliste. Der Mann in der blauen Ecke aus Magdeburg, René Monze. Übersicht behalten, schön Flugboxen, ja? Aber eine Aktion auch ab und zu mal starten, ja? Thank you.
Das war die siebte und vorletzte Runde. Sie haben gesehen. Du sollst die Hände nicht, du sollst nicht telefonieren. Wo hast du das angewöhnt? Lass die Rechte so stark an drin. Spezialist in seiner Ecke, der beste Cutman in Europa, aber nicht sogar in der Welt, aus London, Danny Mancini, und er wird versuchen, das Ganze jetzt. Lass doch die Hände drin. Du kannst schon sehen. Kannst du mit einem Auge sehen, nein, der liebe Freund. Das schaffst du schon in der letzten Runde. Macht aber die Deckung zu, lass doch nicht los, kann doch nicht passieren. Da hat er auch der nicht mehr. Und der macht zwei, drei Angriffe, dann ist er doch fertig. Merkst du das nicht? Dann pustet er doch. Du sollst bloß die Hände sammeln lassen, Mensch. Fang doch nicht hier an, hier. Ja? Komm, du schaffst das, René. Noch bei Aktion. Wir danken beiden Kämpfern für einen hervorragenden Fight. Gregor König wird Ihnen gleich das Ergebnis bekannt geben. Vorher muss ich noch einige Damen oder Herren ermahnen. Einige Wagen stehen in der Feuerwehreinfahrt hinter der Halle und die Polizei bittet Sie, diese Wagen wegzufahren, sonst werden sie abgeschleppt. Also jeder, der in der Feuerwehreinfahrt geparkt hat, und das ist nun mal nicht erlaubt, bitte den Wagen wegsetzen. Dankeschön. Thank you.
hier, meine Damen und Herren, das Urteil des Kampfgerichts im Schwergewichtskampf über 8 Runden. Sieger nach Punkten und das einstimmig. Und damit auch in seinem 7. Profikampf ungeschlagen aus Magdeburg, René Monse. Weiter geht's mit Kampf 3 am heutigen Abend.